Düsseldorf ist irgendwie bis in die ranzige Das gibt man noch unter Krieger. Erforsch mal irgendwas, dass wir bessere Soldaten machen können. Ich bin grad, Das geht mir irgendwie ein bisschen auf die Eier, dass sie uns die ganze Zeit mit ihren Scheiß... ...Pennern in den Arsch treten. Ich mache jetzt erstmal eine Weizenfarm, wie es aussieht. Nächstes Barbarenlager entdeckt. So, Berlin kann eine neue Produktion. Ich mache gleich nochmal ein neues Paar Siedler. Oder ich könnte ein Wunder mal machen. Welches Wunder? Stonehenge oder Pyramiden? Ich mache erstmal noch einen Trupp Siedler dann. Jetzt wird der scheiß Barbar gegrillt. Ist umgefallen wie ein nasser Sack. Ich will noch eine Stadt gründen, aber leider ist mein Spähtrupp gerade in der Heilphase. Wo? Guck dir an, wo ein Barbarenlager entstanden ist. Ja, ich hab's gerade gesehen, genau in der Mitte von deinem. Guckst dir an und sag mir, dass es. Das ist wahr. Das schon mit Scheiße ist. Ja, das ist wirklich absoluter Bullshit. So, nächste Runde. Ich fahre mit dem Boot, 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 mit dem Boot, Boot, Boot. Wo kraxelst denn du mit dem Boot lang? Das würde ich mal gern sehen. Ich kann ja nur an der Küste lang fahren. Das Boot kann ja keinen Ozean fahren. Ah, ich hab das gefunden. Beim Civilization 3, das habe ich noch. Da konntest du mit dem Boot, wenn du es geschickt gemacht hast, konntest du durch den Bug, konntest du mit den kleinen Booten auch auf den Ozean rausfahren. Die sind dann aber nach 3 Runden abgesoffen. So, Politik einführen. Wann ist dieser scheiß Krieger fertig? Das Barbarenlager muss vernichtet werden. Ich habe nur noch plus 3 Gold. Du hast nur noch plus. Ich habe immer plus 9 Gold. Das ist davon, weil ich die Straße bis zur anderen Stadt nicht komplett fertig gebaut habe. Ah, ja, da fehlt mir genau ein Ding. Das ist Kacke. Bitte warten. Bitte Stadtstaaten sind jetzt dran. Ja, ich bin am Zug. Okay, jetzt kommen die Krieger. So, ich habe den ersten Zucker in mein Handelsnetz aufgenommen. Den ersten was? Zucker. Kann man Zucker handeln? Ja, aber das Problem ist, dafür brauchen wir einen Handelsweg. Und da wir nur die Billigbrote haben, können wir nicht über was Größeres drüber handeln, also über... Das ist Kackies. Über Ozean. Kackies. Und ich muss jetzt diese scheiß Barbaren haben. Greifen mich jetzt an. Nein, tun sie nicht. Nein, tun sie nicht. Ja. Tun sie nicht. Wolltest du eigentlich gar nicht so verkehrt. Greift an, greift an, greift an. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt, bei deiner Stadt zuzugucken. Goldenes Zeitalter. Du kommst jetzt erst ins goldene Zeitalter. Oder hast du dein zweites schon? Nein. Das ist nämlich mein erstes. Also ich war nämlich, hatte nämlich schon alles gehabt. Attacke! Ich habe das genau geplant. Wenn alle Städte sich komplett ausgedehnt haben, ist in der Mitte keine Lücke mehr. Mhm. Nervt mein Handy, ey.
glaube, ich soll das mal bei einer Aufnahme stumm schalten. Vielleicht schaffe ich es doch mit dem Boot bis zu dir. In 4 Runden haben wir Bauwesen. In 15 Runden Reiterei. Ich habe noch keinen einzigen Gaul. Alter, wo laufe ich mit meinen scheiß Truppen hin? Ja, Seide. Wie soll ich denn Seide bekommen? Boah, warte, ich glaube, das hatte ich sogar hier oben irgendwo in der Nähe. Oder? Ja. Die verlangen immer was, was nicht in der Stadt ist oder nicht in der Nähe. Deswegen. Knapper Sieg. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, sicher. Da ist noch ein Speer von dir, glaube ich, hast du jetzt hier. Der steht so komplett alleine dort. Und da oben, das sind meine Speerkämpfer. Die sollten eigentlich nur so ein bisschen erkunden, weil ich gedacht habe, da vorne geht es irgendwo wieder runter. Und ich habe gedacht, das wäre nur ein See, aber das ist wohl das Meer. Ah, voll mein gegen mein Mikro geschlagen. Und hier ist ziemlich viel Sumpf. To that note. So, mein Schiff versenkt die ersten Einheiten. Beziehungsweise bombardiert sie. Wir brauchen dann noch 6 Runden, ey, oh Mann. Das Ding kriegt man statt Mauern. Ich will nicht gegen euch hässliche Pennerkinder kämpfen. Was versteht ihr da dran nicht? Schock. Ich bin gleich schon wieder letzter, ey. Das geht gar nicht. Ich brauche noch eine Stadt, aber ich habe keinen Ort, wo ich noch eine Stadt hinbauen könnte. Genau in die Mitte. Ich hab dir doch gesagt, ich hab das genauso geplant, dass das in der Mitte kein... Ich hab das genauso geplant, ich bin David Miller und ich muss mich extrem wichtig... Hast du nicht ehrlich da jetzt hier eine... Ah, Zucker, ich hab gedacht, wer Weinbauer ist, also aus. Wein. Jetzt also aus. Ich bin Stadtstaat entdeckt. Ihr seid Kapstadt begegnet. Bin ich oder du Kapstadt begegnet? Ich bin Kapstadt begegnet. Ich hab mich mal... Ich bin jetzt mit Kapstadt befreundet. Ja, durch mich. Weil ich ein bisschen Geld ausgegeben habe, damit die glücklich sind. Damit ich durch den ihr scheiß Gebiet durchfahren darf. Das hat mich 250 gekostet. 250? Ich hab den gerade... 250. Das war fast die Hälfte von meinem scheiß Geld. Ja, schon auch gerade ordentlich da, was dafür hingeblättert, dass ich zu mit den Ressourcen Elfenbein. Komm schon los, jetzt grill ich euch. So, ich habe jetzt noch mit denen ein Schutzversprechen gemacht, von daher, ich will auch ein paar Freunde hier haben. Ich baue mal das erste Weltwunder. Was baust denn du? Pyramiden. Mein Land sieht aus wie so ein Spiegelei, das so komplett zerbratscht ist, ey. Früher konntest du wenigstens richtig nah ranzoomen. Mittlerweile geht das geht jetzt bei dem Spiel auch nicht mehr. Da oben ist überall Sumpf, wo ich am Rumlaufen bin. So, jetzt wird erstmal eine Straße bis nach Düsseldorf gebaut. So, du hast das Bauwesen entdeckt. Was bringt ein Bauwesen? Du kannst Sägewerk bauen, was dir auf dem Wald bauen kannst. Große Mauer, Kolosseum. Was bringt ein, dieses Sägewerk? Das bringt +1 Produktion.
dieser Wu Zeltian oder wie der ist. Ich habe Bronzeverarbeitung entdeckt. Durch eine Ruine aber, oder? Jupp. Du bist echt auf dem Weg hoch zu mir, kann das sein? Forschung wählen. Ich hätte eigentlich Kapstadt den Krieg erklären können. Echt asozial. Ich mach mal, damit wir Eisen entdecken können. Ja, bei mir dauert es immer noch mit der Reiterei, ey, zu fasten. Nach den Pyramiden gibt's die vierte Stadt. Ich bin jetzt erstmal bei meiner dritten dran. In drei Runden kann ich meine dritte Stadt nehmen. Und das wird dann Koblenz. Müssen wir mal kurz gucken. Dschungel entfernen, Koloss, Kaserne, Speerkämpfer. Ich müsste mittlerweile eigentlich auch noch mal ein bisschen Soldaten machen, aber. Warum? Ich hab auch nur einen Speertrupp, der ist am Erkunden. Ein Speer und ein Axtkämpfer, der meine Hauptstadt bewacht. Guck mal, die sind so unlogisch. Die bauen die Pyramide im Wasser. Guck dir mal gerade meine Hauptstadt an. Die bauen das Ding. Das ist nicht normal. Halt mal, wo war mal. Nee, geil. Wer kommt auf die Idee? Okay, meine Speerträger werden gegrillt. Schon wieder. Guck's dir an. Guck dir an, wo die gerade reinlaufen. Ja, du findest ja echt alles hier im Spiel. Kann das sein? An die Ruinen da oben komme ich nicht dran. Da bin ich schon im Schiff unterwegs. Irgendjemand hat schon das Zeitalter Klassik erreicht, ey. Arschlöcher. Das ist scheiße für uns. Das ist extrem kackies. Wir sind 1400 vor Christus. Mhm. Aber sogar ich weiß, dass meine Pyramide nicht im Wasser baut. Was zur Hölle soll der Scheiß? Okay. Geht ihr auf die Hauptschule oder was? Ey. Okay, ich bin auf einer Hauptschule, mache aber mein Abitur. Muss man auch mal hinkriegen. Toll. Ja, hier, Logik hier, ich hab was in der Birne. Ich fahr mit dem Boot. Oh, ich hab mittlerweile einen wieder überholt. Ich will jetzt nicht mehr. Was ist ein Atoll? Ich weiß nicht, was ein Atoll ist. So, gleich verbinde ich die erste Stadt mit meiner Hauptstadt. Ganz toll. Hey. Also wie scheiße bist du eigentlich, ehrlich? Ich kann mein Land nicht verlassen, weil überall bei mir nur diese scheiß Barbaren sind. Ich denke, hier die Runde werden wir nicht ganz bis zu Ende machen. Wir sollten danach mal eine richtige Runde machen. Das heißt, wir sind nicht in einem Team. Es gibt mehr KI-Gegner und wir spielen auf Welt. Okay, das grillt nicht, wenn ich die angreife, dann verschanze ich mich lieber. Oh, warte mal. Wo kann ich komm dir immer näher, ich bin, hab's gleich bei dich geschafft mit dem Boot. Oha. Soll ich dir dann vielleicht das Boot schenken? Das wäre sozial von dir. Warte mal, ich kann irgendwas mit meiner Stadt angreifen. Meine Speer sind zu Bogenschützen geworden. So, dann würde ich sagen, dass ich mal Speerkämpfer. Ich muss mal gucken, ob ich bis zu deiner Stadt durchkomme. Ich kann vorne das Barbarenlager bombardieren. Das wäre schon mal warten. So, jetzt machen wir erstmal Zugmodus und begeben uns mal in Richtung Schock 2 oder Süden. Nee, das ist ein Barbaren, also. In 9 Runden ist die Pyramide fertig. Na, das ist noch ein Barbarenlager. Wollt ihr mich verarschen? Warte, bis ich mit meinem Boot da bin. Was machst du nur so lange? Ich bin jetzt hier meine Leute am rumschicken. Ich muss noch eine neue Stadt gründen. Ich baue den nächsten Siedler, nachdem ich die Pyramiden fertig habe. Ich will jetzt nicht die Pyramiden unterbrechen. Wieso, die ist doch so schön unter Wasser.
Ihr verliert die Kontrolle über Kapstadt? Was soll das heißen? Pro Runde lässt diese, also gibt ja so einen Balken, wie viel Einfluss wir haben. Mhm. Und dieser Balken lässt pro Runde nach. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Bock jetzt noch mein ganzes restliches Geld auf Kopf zu haben. Kapstadt ist für mich gestorben, die greife ich nachher einfach mal an. Wenn wir zu viele Stadtstaaten platt gemacht haben, sind alle anderen Stadtstaaten Abbau für uns, gell? Und mit Speerkämpfern kriegst du das Ding nicht klein. Das hat 10 Verteidigungen, das kriegst du mit Speerkämpfern nicht klein. Kannst du mir glauben. Ja, wie kann ich denn das jetzt... Du solltest erstmal die ganze Barbarenlager um dich rum entfernen. Dafür bist du ja gerade zuständig mit deinem Boot. Ich bin mit meinem Boot unterwegs, aber... Mein Boot ist jetzt gerade nicht so schnell. Nicht mehr mit Kapstadt befreundet. Ich hab den Gold geschickt und die Arschlöcher da, ey. Boah, ey, nee, ey. Wie? Ich kann hier keine Stadt gründen. Arschlöcher. Das ist zu dicht dann wahrscheinlich an einer anderen Stadt dran. Boah, Arschlöcher. Jetzt muss ich gucken, wo ich muss irgendwo hier hoch. Das ist ein Barbarenlager. In jeder Richtung ist ein Barbarenlager. Das ist mal voll kacke. Oh, David. Ja, ich muss das Barbarenlager kalt machen. Ja. Dafür kann ich ja nicht. Ich bin ja auch mit dem Boot zu dir unterwegs, als Wiedergutmachung. Das will ich aber dafür gleich haben. Wenn ich es bis zu dir hochschaffen kann, du nippelst dann schenke ich dir das. Du nippelst mir bestimmt vorher eh ab. Weißt du, warum ich dir schenke? Mhm. Weil ich einfach keinen Bock habe, das Ding wieder da runter zu fahren. Ich lasse es dann einfach einschlafen. Dann habe ich übrigens was Schönes da mal rumstehen. Oh, fuck. Oh, muss das sein, Jungs? Du kriegst aber auch nicht wieder auf die Fresse, kann das sein? Wir brauchen irgendwas, was Rums macht. Berlin kann einen Gegner angreifen. Wir brauchen Raketenartillerie, habe ich gerade beschlossen. Wie? Ich habe nur einen gegrillt. Zweites goldenes Zeitalter für mich. Wie, du bist schon im zweiten goldenen Zeitalter? Yep. Wie kommst du so schnell in goldenes Zeitalter? Bei mir, ich hab gerade das mal 91 von 755. Ich bin der Randstadt. Ich weiß es, was ein goldenes Zeitalter bringt. Hm. Die Städte haben 20% höhere Produktion und jedes Geländefeld produziert ein Gold mehr. Aber meine Bogenschützen kriegen ordentlich auf die Fresse. Mein Boot fährt nicht mehr. Irgendwie funzt bei mir gerade die Maus nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Du bist. Alter, du hast nur diese Barbaren-Scheiße bei dir da rumfliegen. Da bin ich mit meinem Kaff sogar froh, mit meinem Deutschland hier. In 3 Runden haben wir, sehen wir Eisenvorkommen auf der Karte. Dann können wir Schwertkämpfer ausbilden, also Krieger zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Ich muss mir hier oben Land kaufen, damit ich hier oben Stein abbauen kann, damit meine Stadt Berlin noch mal glücklich ist. Dann kannst du ein Steinwerk bauen, das erhöht die Produktivität. Jupp, deshalb. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Alter, du kriegst irgendwie nur noch auf die Fresse, kann das sein? Ach, ich glaube, meine Speerkämpfer sind kaputt. Die Bogenschützen machen sie noch alle, aber... Die werden nächste Runde wahrscheinlich von den Barbaren kalt gemacht.
So, ihr werdet jetzt erstmal schön die ganze Zeit hier den Bauarbeiter beim Arbeiten zusehen. Ich muss mal ganz kurz weg und habe keinen Bock, die Aufnahme zu unterbrechen. Viel Spaß. Nein. Die sehen eh die Hälfte die ganze Zeit von deinem Bildschirm, also halt's Maul. So, dann bin ich jetzt Alleinunterhalter, was ich wahrscheinlich nicht kann. Und ich habe gerade festgestellt, ich schaff's leider nicht bis zum Stein. Ja, so spielt das Leben. Was macht der Junge da oben? Ein Haufen Siedler. Eine Stadt am Absaufen. Von Barbaren wieder überrannt.